Wieso? Ja, da sind schon welche drauf. Die kommt jetzt erst an. Die Aurelia in Passau. Sie fährt gleich wieder los um 10 Uhr. Aber das Schöne daran ist, wir haben unseren Koffer schon abgegeben. Wir fahren nur noch mit dem Bus bis nach Linz. So, wir sind an Bord. Es ist 5 Uhr. Ja, wir haben schon Kaffee getrunken. Und jetzt gehen wir gleich zur Kabine. Victoria und Peter sind unter der Decke. Es ist jetzt 20 nach 5, also 17.20 Uhr und wir haben Linz verlassen. Wir fahren jetzt Richtung Bratislava. Wir sind in der Schleuse. Den Namen weiß ich im Moment nicht. Neben uns liegt die Bavaria. Wir sind in der Schleuse Abwinden. So, das ist ein Kilometer lang dazu. Ja, und der Wagen. Heute die Spieler. Und er hat hier ein Mann, ein Wort. Das ist unser Kapitän, und zwar Kapitän Hermann Schuster, und dem übergebe ich jetzt auch das Mikrofon. Schon genießen dürfen die Hotelzimmer, die gesamte Wäscherei, all das gehört dazu. Das ist mein Verantwortungsbereich. Lob gibt dann zum Kapitän. Nein, also ernsthaft, wie der Kapitän. Er ist zuständig für das Housekeeping. Gabi. Housekeeping bedeutet also all die Zimmermädchen, die Sie auf Ihren Zimmern wieder treffen, die Zimmer sauber machen, oder auch die Wäscherei, sind also der Gabi unterstellt und für die gesamte Reinigung hier an Bord zuständig. Also Handtücher, Bettwäsche und so weiter machen wir alles hier an Bord. Dann haben wir unseren Attila aus Ungarn. Attila, das war besser, ne? Aus Ungarn, manchmal ist das so Grenze. Der Attila, so heißt es auf dem Schiff, ist der Zahlmeister. Also der bezahlt nicht für Sie. Das habe ich. Dann haben wir auch noch unseren Peter, auch aus Ungarn. Peter ist der Barmanager. Der sorgt eben dafür. Ja? Bei der Tischreservierung. Das ist unser Maitre d', also Restaurant Gastronomie Manager, für alle Fragen zuständig, das Restaurant betreffend oder auch die Bar. Und er ist auch zuständig für Extrawünsche. Also haben Sie zum Beispiel einen Diätwunsch, sind Sie allergisch gegen irgendetwas? Und dann zum, vielleicht wichtigsten Mann an Bord. unser Peter aus Ungarn, unser Küchenchef. Sie sehen, und wundern Sie sich also nicht, wenn wir auch starke Einflüsse mal haben. Wir haben ja europäische. Dass man Beschwerde einlegen kann, die Boden liegen. Wollen Sie nachher wie bei perfekten Dinner Noten verteilen? Ja.